Flux FM in digitaler Gesellschaft. Wir müssen heute ein Thema nochmal besprechen, das wir vor einem Monat schon mal hier thematisiert hatten. Es geht um eine Vereinbarung zum transatlantischen Datenaustausch, zum Austausch von Daten zwischen den USA und Europa. Zunächst wurde das Ganze unter dem Titel Safe Harbor angekündigt, nachdem aber der Europäische Gerichtshof erklärt hatte, dass diese Vereinbarungen unvereinbar mit dem europäischen Grundrecht und dem hier geltenden Schutz der Privatsphäre seien, wurde das Ganze nachgebessert und eben umbenannt, kurzerhand, aus Safe Harbor wurde Privacy Shield. Das klingt auch gleich viel schöner und hat auch ein schöneres Logo, wie ich heute feststellen durfte. Und jetzt wurden zum neuen Privacy Shield Vereinbarungsdeal am Montag Dokumente zur US-EU-Vereinbarung veröffentlicht, denen man nun leider entnehmen muss, dass nicht viel passiert ist. Es sind nur kosmetische Veränderungen vorgenommen worden, um es mal vorsichtig zu formulieren. Alexander Sander ist, wie gesagt, bei mir im Studio und der kann uns noch ein bisschen mehr erklären. Hallo nochmal. Hallo. Wir hatten vor einigen Wochen schon mal über Safe Harbor gesprochen. Die Vereinbarung wurde, das habe ich eben schon erzählt, vom EuGH kassiert und dann durch Privacy Shield quasi ersetzt. Ihr wart damals schon skeptisch, dass diese Veränderung wirklich was bringen würde. Wie berechtigt war eure Skepsis von damals? Genau, also vor einem Monat hat die EU-Kommission sich hingestellt und hat gesagt, dass jetzt der Durchbruch mit den Verhandlungen, bei den Verhandlungen mit den Amerikanern erzielt wurde, dass man jetzt eine Einigung gefunden hat, dass die personenbezogenen Daten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern, wenn sie in die USA übermittelt werden, sicher vor Massenüberwachung sind, dass es da eben keine Probleme gibt. Und da hat man aber schon das Gefühl gehabt, das kann ja gar nicht sein, dass diese Lösung funktioniert, denn das Problem ist ja, dass nach amerikanischem Recht es möglich ist, dass eben diese Massenüberwachung stattfindet und die Amerikaner haben in der Zwischenzeit ihr Recht nicht geändert. Von daher haben wir uns gewundert, wie das möglich sein soll, was das für eine Vereinbarung sein soll. Ja. Der Text wurde eben am Montag veröffentlicht. Da wird eben klar daraus ersichtlich, dass die Amerikaner nichts geändert haben, dass diese Massenüberwachung weiter stattfindet. Sie geben es sogar zu, dass diese Massenüberwachung stattfindet und damit klar gegen europäisches Grundrecht verstößt. Auf dieses Zugeben der Massenüberwachung werden wir nachher noch zu sprechen kommen. Jetzt möchte ich über den Netzaktivisten Max Schrems kurz quatschen. Der hat nämlich diese Safe Harbor Vereinbarung erstmal quasi in Frage gestellt und hat gegen diese geklagt, auch vor dem EuGH. Der war hier quasi derjenige, der die ersten Schritte unternommen hat, um dagegen vorzugehen. Und der hat sich jetzt die Privacy Shield Deals auch nochmal angeguckt und hat gesagt, das ist wie ein Schwein mit Lippenstift. Im Original lautet sein Tweet, they put 10 layers of lipstick on a pig. Das ist schön formuliert, klingt relativ drastisch, aber warum hat er damit unter Umständen recht? Weil eben exakt das Gleiche gemacht wurde, was vorher bei Safe Harbor drin stand. Man hat kosmetische Änderungen vorgenommen, man hat schöne neue Wörter erfunden, man hat schöne neue Funktionen erfunden. Und 6 Fälle auch, in denen man zugreifen darf, dann eben doch auf die Daten, die auch sehr schwammig formuliert sind. Genau, genau, genau. Also es gibt zum Beispiel die Definition, dass man, das muss man ablesen, um bestimmte Aktivitäten fremder Mächte zu entdecken und ihnen zu begegnen. Das ist zum Beispiel so eine Formulierung, wann man auf diese, wann diese Massenüberwachung gerechtfertigt ist. Ja. Aber auch zum Beispiel, um die Bekämpfung transnationaler krimineller Bedrohungen voranzubringen. Das bedeutet, wenn ich nach Österreich fahren will und dort im Supermarkt einen Joghurt klaue, ist das ja so ein Fall transnationaler, krimineller Bedrohung. Auf jeden Fall könnte man diese Aktion unter der Überschrift das ankündigen. Genau, das stimmt, und damit kann man einfach de facto nach wie vor alles überwachen. Man kann die Daten aller Menschen sozusagen massenhaft speichern in Amerika und auswerten. Das wird auch weiter passieren. Und damit ist halt diese Regelung, die jetzt gefunden wurde, eben tatsächlich eine rein kosmetische Änderung. Und deswegen hat Max auf jeden Fall total recht mit seinem Tweet. Ich habe von einem anderen amerikanischen Bürgerrechtler oder Netzaktivisten, ich weiß den Namen jetzt nicht mehr, noch so ein Zitat im Hinterkopf, der hat sowas gesagt wie, da kann die EU nochmal lernen von den USA, wie man ordentlich verhandelt. Ja, und das ist ordentlich über den Tisch ziehen lässt. Ja, genau. Ja, also das kann man nicht anders nennen. Also die EU-Kommission hat hier überhaupt nichts erreicht in den Verhandlungen. Die Daten von Europäerinnen und Europäern sind genauso unter Druck und in Gefahr wie eben vor dem EuGH-Urteil. Jetzt haben wir beim letzten Mal auch schon über eine Ombudsperson gesprochen, die quasi zwischengeschaltet worden oder werden soll. In den Vereinigten Staaten soll es quasi eine Ansprechadresse geben für etwaige Beschwerden. Jetzt hat John Kerry, der Außenminister der Vereinigten Staaten, die Personalie quasi veröffentlicht und hat Frau Catherine A. Novelli als Ombudsfrau bestellt. Warum ist diese Besetzung problematisch und welche Befugnisse hätte Frau Novelli denn überhaupt? Ja, die Besetzung ist insofern erstmal problematisch und zeigt eben genau diese kosmetischen Änderungen, die hier vorgenommen wurden, als dass sie eben eine Amerikanerin ist, also von den amerikanischen Behörden ernannt ist. Es ist jetzt also kein
von den europäischen Behörden dabei. Ja. Die europäischen Datenschutzbehörden dürfen zwar in diesem Fall also dann auch mit dieser Ombudsperson kommunizieren und irgendwie Informationen austauschen, aber de facto kann diese Ombudsperson dann am Ende des Tages auch ausschließlich feststellen, dass eine Beschwerde eingegangen ist und kann dann du sagen und das war's. Also ja. Es gibt keine Sanktionsmechanismen, es gibt keine Möglichkeiten, diesen Datenfluss dann umgehend zu stoppen, wenn eben klar wird, dass eben diese Vereinbarung verstoßen wird. Ja. Also das ist eine rein kosmetische Veränderung, die hier herbeigeführt wurde und de facto überhaupt nichts zum Schutz der personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger beiträgt. Ja, außerdem ist Catherine A. Novelli ja auch Teil eben der staatlichen Institutionen in den Vereinigten Staaten und eben nicht außerhalb dieser tätig. Das heißt, sie hat auch übergeordnet noch ein paar Chefs quasi und Chefinnen über sich, die ja auch sagen, naja, das hat mich schwer bekommen, knück mal beide Augen zu, Frau Novelli, wir müssen hier weitermachen. Genau, ist ein bisschen so, wie wenn man einen Hund auf eine Wurst aufpassen lässt. Ja, das ist schön gesagt. Massenhafte Überwachung, das muss man leider so feststellen, ist im Prinzip also immer noch möglich. Wir haben so 6 Fälle auch vorhin nochmal genannt, unter denen die USA sich weiterhin das Recht rausnehmen, massenhaft die Daten von europäischen Bürgern und Bürgerinnen zu untersuchen. Wird das den Anforderungen des EuGH denn jetzt entsprechen oder wird in absehbarer Zeit wieder gegen diesen Neuentwurf geklagt werden müssen? Also das entspricht ganz sicherlich nicht den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs, denn der hat klar gesagt, dass das Problem darin besteht, dass eben die amerikanische Seite ein Recht hat, das vorsieht, dass diese Massenüberwachung überhaupt stattfinden darf. Ja. Das hat der EuGH kritisiert, deswegen war Safe Harbor ungültig. An dieser Situation hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die USA sagen jetzt sogar noch, ja, wir machen Massenüberwachung. Diese 6 Fälle, in die eingeschränkt wurde, sind so weitreichend, dass einfach permanent diese Überwachungssituation gegeben ist. Und hinzu muss man natürlich sagen, dass dieser Geheimdienstkoordinator James Clapper von der Seite der Amerikaner, der diese 6 Kategorien aufgestellt hat, die gleiche Person ist, die im März 2013 den US-Kongress belogen hat, als es um die NSA-Affäre ging, wo eben der Kongress herausfinden wollte, was denn jetzt eigentlich passiert ist bei dieser Massenüberwachung und ob diese stattfindet. Und er sagte, Massenüberwachung, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht wissentlich. Aha. Wir machen sowas nicht. Wir sammeln keine Daten. Und dann meinte er eben später, ja, sammeln von Daten bedeutet von ihnen nicht das einfache Absaugen der Daten und Speichern in Datenbanken, sondern dass tatsächlich noch ein Mensch da sitzen muss und diese Daten sich dann noch händisch sozusagen anschauen muss. Also hier sieht man, wie die Wörter den Leuten im Mund herumgedreht werden und wie glaubwürdig diese Person ist, wenn er denn sagt, dass jetzt alles gut ist. Ja, es ist super, dass sie ausgerechnet ihn vorgeschickt haben, um Vertrauen zu schaffen. Exakt. Europäischen Seite. Wie sieht's jetzt aus mit Möglichkeiten für EU-Bürger, sich zu beschweren? Wie auch nochmal zurück auf die Frage, wie sieht's aus mit einer weiteren Klage vorm EuGH? Wird das stattfinden aus deiner Sicht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es weitere Klagen geben wird. Der Hamburger gegen vorgehen, wird Bußgelder verhängen und möglicherweise wird sich Facebook dagegen wehren, dann wird es zu einem Gerichtsverfahren kommen. Auch natürlich wird damit zu rechnen sein, dass vielleicht Max Schrems wieder dagegen vorgehen wird oder sich andere Leute finden, die hier eben den Klageweg einschreiten. Also es wird ganz sicherlich wieder vor den Gerichten landen und es wird sicherlich auch wieder festgestellt werden, dass es gegen europäische Grundrechte verstößt. Jetzt hast du vorhin die von Snowden enthüllte Massenüberwachung schon erwähnt. Lustig oder interessant ist ja, dass die Dokumente, die jetzt rausgekommen sind, zeigen, dass diese eben doch stattgefunden hat, im Gegensatz zu den Behauptungen von Mr. Clapper. Wie genau funktioniert das? Wie machen die USA das und wie sieht das aus? Also was die USA gesagt haben, ist ja, dass sie jetzt die Massenüberwachung einschränken werden auf diese 6 Fälle. Ja. Daraus kann man eben ableiten, dass auch darüber hinaus vorher diese Massenüberwachung stattgefunden hat und auch schon alleine diese 6 Fälle, in denen diese Massenüberwachung durchgeführt werden soll, zeigt eben, dass die Dokumente von Snowden, die enthüllt wurden, der Realität entsprechen. Bisher hat sich ja die amerikanische Seite nicht wirklich
wirklich dazu geäußert. Im Gegenteil, zuweilen wurde sogar eben gelogen. Und damit ist eben jetzt sozusagen auch ein Stück weit der Beweis erbracht, dass eben die Dokumente von Edward Snowden der Realität und der Wahrheit entsprechen, für diejenigen, die bisher noch nicht dran geglaubt haben. Vielleicht eine ganz interessante Information. Aber es ist lustig, dass in der Tat der ganze Fall zunächst mal so aussieht, als hätten es die USA einfach wahnsinnig gut drauf, so Scheinverhandlungen zu führen und sich scheinbar auf ein Thema einzulassen, aber es sind dann doch zwei, drei kleine Fehler unterlaufen, ja? Ja, die dann die Glaubwürdigkeit genau. Doch ein bisschen... Oder man ist recht ungeniert und sagt halt, jetzt ist sowieso alles klar, ja. Jetzt wissen eh alle Bescheid, dann können wir auch zugeben, dass wir diese Massenüberwachung durchführen. Ja. Jetzt ist natürlich die Frage, soll man sich im Internet überhaupt nicht mehr rumtreiben, soll man seinen Facebook-Account löschen oder wie schützt alles man sich? Alles wegschmeißen. Soll man den Computer vor die Tür stellen und hoffen, dass ihn niemand abholt? Oder wie schützt man sich am besten gegen diese massenhafte Überwachung, die ja eben vor der eigenen Haustüre eben nicht Halt macht? Genau. Also der beste Weg ist natürlich, seine Kommunikation selbst zu verschlüsseln. Das kann man entweder selber machen, indem man etwa seine E-Mails verschlüsselt. Das geht relativ simpel mittlerweile. Oder man aber eben auf Dienste ausweicht, die überhaupt eine Verschlüsselung zulassen. Auch gibt es Dienste zum Beispiel, mit denen man SMS verschicken kann. Eine App, Signal heißt diese App, mit der man eben verschlüsselt SMS verschicken kann, sodass diese Kommunikation zumindest nicht mehr ganz so leicht eben aufgebrochen werden kann. Also hier gibt es sozusagen Möglichkeiten, wie sich Verbraucherinnen, Verbraucher einfach durch das Nutzen anderer Dienste davor schützen können, dass eben sie Teil dieser Massendatenauswertung werden. Ja, und bei Facebook im besten Fall vor der Amerika-Reise nichts Kritisches über im Moment existierende Präsidentschaftskandidaten zum Beispiel. Ja, so ist es. Da kann man dann relativ schnell an der Einreise gehindert werden. Das ist dann mit der Auswertung von Fluggastdaten, die ja auch stattfindet, da hatten wir auch schon eine Sendung dazu gemacht, relativ üblich, dass dann Leute eben vom Fliegen gehindert werden. Genau, also bei sowas sollte man eher vorsichtig sein, wenn man vorher in die USA zu reisen, leider. Ja. Also schützt eure Kommunikation. Mehr Tipps zum Thema und mehr Informationen zum Thema gibt es auch auf der Seite der Digitalen Gesellschaft. Die findet ihr im Netz unter digitalegesellschaft.de. Alexander Sandler war bei mir im Studio, es war wieder sehr interessant. Wir sehen uns in der nächsten Woche wieder und werden auch da wieder ein Thema finden, bei dem es um Grundrechte im Netz geht. Vielen Dank bis hierhin erstmal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.